Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal A-Gaming. In diesem Video zeige ich euch mal auf dem neuen 5M-Server ein paar Import-Autos. Es sind nicht alle, es sind jetzt 5, die ich euch in dem Video einfach mal zeigen möchte. Ich würde mich auf jeden Fall über ein Abo und ein Like freuen. Und kommt gerne auf den Discord, falls ihr den Release nicht verpassen wollt oder einfach auf dem neuen 5M-Server spielen wollt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt links an. Hier haben wir einen Ford Raptor mit einem sehr nicen Sound. Und drinnen sieht er eigentlich auch ganz nice aus. Ist eher ein Geländewagen natürlich, ist ja auch ein Raptor. Ist Geschmackssache. Dann haben wir hier einen Mercedes. Ich weiß nicht genau, wie das Modell gerade heißt. Aber es ist auf jeden Fall so ein Familienbus, sage ich mal. Ist jetzt nicht das schnellste, sieht man, denke ich mal, auch. Aber dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Dann haben wir hier einen BMW M5, glaube ich. Mit auch sehr nicem Sound. Von drinnen auch sehr detailliert. Ich finde die Form auch einfach sehr nice. Dann haben wir einen Lamborghini Sian oder so, glaube ich. Finde ich jetzt zum Beispiel nicht so nice. Aber ist auch Geschmackssache. Und dann haben wir hier einen Nissan Skyline, mein Favorite. Mit auch mal einem anderen Sound, finde ich auf jeden Fall nice. Und der fährt sich auch sehr gut. Klar habe ich da was am Handling gemacht. Aber so ist er eigentlich so mein Favorite. Und falls ihr auch solche Autos haben wollt, dann geht einfach mal unten in die Videobeschreibung und geht auf den ersten Link. Dort findet ihr die Seite, wo man solche Autos runterladen kann. Und falls ihr nicht wisst, wie ihr die auf euren 5M-Server tut, könnt ihr euch einfach meine Videos dazu anschauen. Die sind auf jeden Fall auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr noch auf dem 5M-Server sehen wollt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.